Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Heute wieder zu einer Video-Edition. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen ganz genau, was das heute heißt, denn das bedeutet, wir werden heute gemeinsam ins Darknet gehen und speziell nach Videos suchen. Videos, welche dort hochgeladen und gepostet werden, vielleicht auch irgendwelche Videos, die wir auf irgendwelchen Seiten finden. Und genau diese Videos werden wir uns gemeinsam anschauen, darauf reagieren. Und ich hoffe, dass wir dort nicht wieder Videos finden, die ich zensieren muss und die mich absolut verstören. Denn es kam schon öfters mal vor, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Alright, meine Freunde, wir befinden uns jetzt im Darknet und ich habe auch direkt eine Webseite gefunden. Beziehungsweise, ja, das ist eher so eine Art Reddit, wo eben Leute Sachen posten können und andere können das kommentieren. Einer hat dieses Video hochgeladen und hat nach einer Erklärung gefragt. Das Video geht relativ kurz, 30 Sekunden, also das ist ja gefühlt gar nichts. Wir werden uns das mal anschauen. Es trägt den Titel 999393339. Ja, das ist der Titel des Videos, keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Wir schauen einfach mal rein, ich bin gespannt und let's go. Ganz merkwürdiger Sound, das sind wir aber auch gewohnt. Ja, ist immer gut, dass ich am Anfang meiner Videos die Warnung euch reinschreibe. Wegen flackernden Lichtern. Oh, da waren irgendwelche Schattengestalten. Junge, was ist das schon wieder für ein Video? Boah, ist es zu Ende und ich bin ganz ehrlich unglaublich froh, dass es nur so kurz ging. Wäre das länger gegangen, ich glaube, ich wäre durchgedreht mit diesem Flackern und allem. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mal wieder absolut keine Ahnung. Das, was ich jedes Mal sage. Was soll man sich darunter vorstellen? Irgendjemand hat da ein Video erstellt. Irgendjemand hat ein Video gepostet und oder erstellt und alle sind confused, so wie ich. Gibt es hier irgendwelche Informationen in den Kommentaren? 2016 wurde es hochgeladen. Es wurde anscheinend in einem verlassenen Anstalt gefunden, dieses Video. Ja, gut, dass ich es erst jetzt lese. Hier steht, bitte seid vorsichtig, dieses Video kann Unglück bringen und paranormale, ja, Aktivitäten erzeugen und eventuell irgendwelche Dämonen beschwören, das Anschauen von diesem Video. Danke für nichts, Bruder. Da hätte ich das früher gelesen, hätte ich euch darauf hingewiesen. Jetzt haben wir es aber alle geschaut und jetzt sind wir wahrscheinlich alle verflucht. Nein, ich glaube nicht. Und wenn, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch nach dem Video irgendwas Komisches passiert ist. Ich hafte aber nicht dafür. Machen wir weiter mit dem nächsten Video. Mal gucken, was ich noch so finde. Okay, bei diesem Video bin ich jetzt wirklich ein bisschen gespannt und habe ein bisschen Sorge. Keine Ahnung, wir sehen das Titelbild. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber es geht viel mehr um das, was ich über dieses Video gelesen habe. Denn dieses Video wurde auf einem Handy gefunden von einem Mann, welcher anscheinend festgenommen wurde. Dieser Mann ist wieder auf freiem Fuß und keiner weiß, wo sich dieser Mann inzwischen befindet. Dieses Video wurde dann irgendwie publik gemacht und ins Darknet gepostet von irgendwelchen Whistleblowern, keine Ahnung, ja. Wir schauen uns das Video einfach mal an. Es hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Es soll sich um irgendeinen Psychopathen handeln und dieses Video hat man auf seinem Handy gefunden. Okay, schauen wir es uns an. Okay, da ist auf jeden Fall irgendjemand. So! Ach du Heilige! What are you doing this weekend? Huh? Go see a movie? Go out and get lucky? Something like that, baby! Okay. Was passiert da? Ah!
Ihr habt zwar keine Ahnung, was das für ein Video ist. Ich habe das auch noch nie zuvor irgendwo gesehen und ich bin gerade etwas verwirrt. Oh, okay. Ich glaube an dieser Stelle. Was passiert da? Okay, das war wirklich merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es soll auf einem Handy gefunden worden sein. Ja, das ist halt immer so schwierig. Man weiß nie so richtig, soll man das glauben, was die Leute einem da erzählen? Oder ist es irgendwas Erfundenes und jemand macht sich einen Spaß? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer sehr, sehr schwierig, sowas ausfindig zu machen und wirklich zu sagen, okay, ja, es war vielleicht tatsächlich so oder ist es nur ein Joke? I don't know. Auf jeden Fall, es war eine, keine Ahnung, es hätte eine Puppe sein können. Ich glaube nicht, dass es ein Mensch war. Ein Kopf hätte drunter sein können unter dem Laken, aber für einen Menschen wäre das ja, war das viel zu statisch und viel zu eckig, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn das ein Mensch gewesen wäre, dann wäre der Rücken ja nicht so eckig. Also, I don't know, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall ganz, ganz komisch. Naja, schauen wir mal weiter, was ich sonst noch so finde. Ach, okay, ich glaube, das hier ist ein Video, was ich hier nicht reinpacken werde. Ich werde es jetzt trotzdem mal anschauen, aber es hört sich auf jeden Fall nicht danach an, als wäre es der Content, den man auf YouTube duldet. In der Beschreibung steht irgendwie, man soll ihm helfen. Help him, please, he's dying. Also er stirbt, helft ihm, please, please. Oh. Okay, wir schauen einfach mal rein. Ich kann für nichts garantieren, weil ich absolut keine Ahnung habe, was es ist. Egal, schauen wir rein. Das mit dem Ende hätte ich nicht gerechnet. Yo. Also, es sah aus, als wäre dieser Typ irgendwie, als hätte man irgendwie an ihm rumoperiert. Einfach so random. Ach du Heiliges. Okay, ich will da irgendwie nicht weiter drüber reden. Das war sehr... Das ist, genau das meinte ich. Solche Sachen findet man hier halt hin und wieder mal und man kann immer wieder auf sowas stoßen und es ist verstörend und es ist ekelhaft und man weiß nicht, ob es echt oder nicht echt ist. Das sah ziemlich echt aus. Wow. Okay, das hätte nicht sein gemusst. Das hätte wirklich nicht sein gemusst. Ach du Heiliges, ich will nicht wissen, was da passiert ist. Doch, eigentlich will ich es wissen. Ich guck mal in den Kommentaren, ob ich irgendwas lese, was es damit auf sich hat. Ja gut, okay, es gibt Spekulationen, dass man den irgendwie gefoltert hat und ja, der Typ, der halt der dafür verantwortlich ist, hat ihn halt aufgenommen und so und das hochgeladen, um irgendwie ein Lösegeld von seiner Familie zu bekommen. Das sind halt Spekulationen, ob das wirklich so ist, ist natürlich die Frage, aber dieses Video war wirklich Heiliges. Das war krass. Das war wirklich krass. Ich hoffe, dass es sich hierbei um irgendein gespieltes Video gehandelt hat. Ich hoffe es einfach. Das war... Das, was du am Schluss gesehen hast, ach du Heiliges. Ja, wie gesagt, es war einfach ein operierter Typ. So, hier und hier war alles operiert. Als hätte man da irgendwie aus Spaß rumgewerkelt. Holy. Okay, boah, bei dem Video bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Wir werden es trotzdem mal anklicken und gucken, was es ist. Es trägt den Titel Saw is Real. Also, der Film Saw kennt ihr ja. Dieser Slasher... brutale Film, wo Leute halt eben gefangen werden und halt gefoltert und die müssen halt versuchen rauszukommen. Und hier hat halt einer geschrieben, dass es echt ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass es irgendein Video ist von irgendjemandem, der irgendwas Schlimmes erleidet. Weil die Leute in den Kommentaren irgendwie schreiben Red Room? Fragezeichen, Red Room, Red Room, Red Room. Oh, hier hat einer geschrieben. I saw the whole video. The ending is shocking. Okay. Poor little girl. Also armes Mädchen.
Keine Ahnung. Manchmal werden ja solche Sachen geschrieben und es ist nicht so. Und manchmal haben wir auch schon Kommentare gelesen in irgendwelchen Darknet-Portalen, wo irgendwas stand und es schlussendlich gar nicht so war. Deswegen würde ich einfach mal reinklicken und gucken, was es ist. Es kommt jetzt drauf an, je nachdem, was es ist, werdet ihr das jetzt in diesem Video sehen oder halt auch eben nicht. Und dann schneide ich das alles raus. ja, wie auch immer. Wir schauen einfach mal rein. Ja, okay. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, was man in diesem Video sehen würde. Und das sollte für keine Augen gemacht sein. Und das sollte keiner von uns auf irgendeiner Weise sehen müssen. Geschweige denn, wäre es sowieso nicht möglich, sowas hier auf dieser Plattform zu zeigen, da man gegen irgendwelche Nutzungsbedingungen verstoßen würde. Ich kann mir vorstellen, also wenn das wirklich so ist, was die in den Kommentaren schreiben, könnte ich mir vorstellen, dass da tatsächlich irgendetwas mit dieser Frau in dem Video passiert, was uns alle zutiefst schockieren würde. Und das möchte ich einfach nicht sehen. Und ich denke, das muss auch nicht sein. Machen wir weiter. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas finde. Ich habe für dieses Video, habe ich jetzt gefühlt 100 Jahre gebraucht, bis ich das gefunden habe. Weil es ist wirklich nicht einfach, im Darknet Videos zu finden. Du hast halt Videoplattformen im Darknet, die sind aber ein bisschen verkorkst, weil da ist sehr viel Porn. Ihr wisst, was Porn ist. Da ist sehr viel, sehr, sehr schlimme Videos. Und dann hast du auch irgendwelche Videos, die gar keinen Sinn machen. Dann gibt es irgendwelche Foren, so Art Foren wie Reddit und solche Sachen. Da werden öfters mal Videos verlinkt und so weiter. Ja, wir schauen einfach mal weiter, was ich hier noch finde, ob es überhaupt noch was gibt. Weil manchmal brauche ich einfach Ewigkeiten und es ist so schwierig, was Gescheites zu finden. Aber schauen wir mal weiter. Okay, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Das Video hat sich jetzt bei mir einfach runtergeladen. Ich habe das Video jetzt aus Versehen runtergeladen. Die Person, die das gepostet hatte in diesem, das ist auch so ein Chan Reddit-Forum. Und da hat die Person geschrieben, dass jemand ihr dieses Video zugeschickt hat. Dieses Video soll der Person zugeschickt worden sein. Sie hat es hochgeladen und jetzt hier verlinkt und sie hätte gerne eine Erklärung dafür. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ja gut, ich habe das jetzt auf meinem PC runtergeladen. Das ist natürlich suboptimal. Das werde ich dann auch einfach wieder löschen. Genau, und das schauen wir jetzt einfach mal an. Und falls ihr euch wundert, warum meine Augen heute so rot sind, ist mir gerade auch aufgefallen, weil ich habe gerade so hier in die Kamera reingeschaut und denke mir so, Alter Junge, hast du geschwollene rote Augen. Ich weiß es nicht, die jucken übel. Das kommt wahrscheinlich von der Kälte, was auch immer. Schauen wir in das Video rein. Let's go. Ja, okay, also das ist das... Typischer könnte ein Darknet-Video nicht sein. Ein Darknet-Deep-Web-Dark-Web-Video. Oh, es ist zu Ende. Okay, das können wir... Warte mal, wir schauen es uns nochmal an. Moment. Ich frage mich halt... Was... Wisst ihr, wenn man sich diese Videos anschaut... Wartet mal, ich muss mal die Stelle pausieren, die ich meinte. Diese Stelle hier. Wisst ihr, wenn man sich diese Videos anschaut und dann einfach gar keinen Sinn in diesen Videos sieht, aber dann taucht auf einmal halt so eine Stelle hier auf, wo man irgendeinen Ort sieht mit irgendwas, woran gezoomt wird, dann denke ich mir halt immer, das hat vielleicht irgendeinen Grund damit. Wisst ihr, was ich meine? Das hat vielleicht wirklich irgendeinen Sinn und deswegen wird genau diese Szene hier gezeigt, dieser Ort, weil es dort vielleicht irgendwas gibt. Vielleicht hat es irgendwas damit auf sich. Das ist wie zum Beispiel bei dem Video Terror the Android, I Feel Fantastic, falls ihr euch daran erinnert, mit diesem Roboter, der immer sagt, I Feel Fantastic. Da wurde ja auch so ein Garten gefilmt, so eine Stelle hinter so Bäumen. Und hat man ja auch gesagt, dass der Typ, der das Video aufgenommen hat, ein Serienkiller ist und eventuell ja, die Leichen dort vergraben hat. Man weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Video gewesen. Das habe ich jetzt auf meinem PC. Das werde ich jetzt direkt mal löschen. Weil sowas möchte ich eigentlich nicht auf meinem PC. Ja, meine Freunde, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Spaß ist immer relativ, ne, wenn man sich solche Videos anschaut. Aber ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es unten in die Kommentare. Auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr das Video bis zu dieser Stelle geschaut habt. Ich weiß, es werden nicht alle sein, aber diejenigen, die das Video bis zu dieser Stelle geguckt haben, vielen, vielen Dank. Es bedeutet mir wirklich viel. Und ich sehe auch euren Support nicht als selbstverständlich und es ist für mich ein Riesengeschenk, was so eine Community wie euch zu haben. Das ist wirklich ein Geschenk und ich bin so unglaublich dankbar dafür und ich kann es nicht oft genug in Worte fassen. Es ist wirklich wunderschön, deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich hoffe oder ich
denke, dass ihr auch seht, dass ich wirklich sehr viel Liebe und Arbeit in meine Videos stecke. Auch jetzt zum Beispiel mit meinem Horror-Adventskalender. Ich will euch einfach immer Sachen zurückgeben und deswegen, ich bin euch sehr dankbar. Vielen, vielen Dank für alles. Ich liebe euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Videovorschläge oder Videoideen habt, was ihr sehen möchtet, auch bestimmte Themen, die ich mal im Darknet suchen soll oder allgemein Videoideen, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich habe den Faden verloren. Ja, es wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr Videowünsche und Ideen unten in die Kommentare reinschreibt. Ich versuche, die zu berücksichtigen. Und an dieser Stelle, jetzt habe ich auch ganz schön stark eingeatmet, dass mir gefühlt schwindelig geworden ist. Wie auch immer. Macht's gut, meine Freunde. Das Outro ist total verkackt. Macht's gut. Ich glaube, ich sollte das alles jetzt hier beenden. Also das Video. Macht's gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Junge, bin ich peinlich manchmal und absolut cringe. Tschüss.